Hallo Leute, willkommen zu dem Video Let's Play Oxmas Die 2 Together mit Zuckzui und ich rede ganz komisch. Ja, aber das muss manchmal auch einfach so sein. Ja, ich muss immer die falsche Silbe betonen. Naja. In der Klemme. Ach du Scheiße. Das hab ich mir auch gedacht. Es lief so gut, wir haben sechs Level jetzt mit perfekt und jetzt, jetzt sitzen wir in der Klemme. Weil ich sag mal, die Namen bisher, die waren ja eigentlich immer schlimmer, als das Level letztendlich war. Das war, glaube ich, bisher im ganzen Spiel so. Ich hoffe mal, es bleibt auch so, dass der Trend wirklich so bleibt. Das wäre schön. Ja, das wäre eigentlich nicht schlecht. Okay, na dann, von mir aus kannst du losgehen. Okay, bin dabei. So, das sieht erstmal sehr verworren aus. Ja. Okay. Das ist es offensichtlich auch. Schön! Schauen wir nochmal kurz. Das sieht eigentlich ganz, schon ganz okay aus, was ich hier habe. Perfekt. Also wir haben hier auf jeden Fall solche Gruben. Na, da wir die Dinger nie benutzen, so richtig, also irgendwas reinschubsen oder so. Also zumindest nicht bewusst. Also wir haben 4 Eingänge diesmal. So ein bisschen, das ist aber viel. Ein bisschen mehr. Erstmal kommen die jeweils nur von den diesen längeren Seiten. Und soweit ich das weiß, kommt hier auch ab und zu mal den Fluggegner. Schauen wir mal kurz nach. Genau, richtig. Ins Zauberbuch. Oh, die ganze Palette. Frostfledermaus, okay. Ja, also auch Fluggegner. Nicht so viele wahrscheinlich. Ja, weicht Bodenfallen aus, ja. Ganz geschickt, so. Ja, das hätte ich aber auch von alleine, hätte ich drauf kommen können. Auf jeden Fall. Also mehr Gegner kriegen sie hier kaum noch rein. Also links passt noch, na, 3 hat's vielleicht noch. Ja gut, kommt auf die Auflösung an. Bei mir kämen da jetzt noch so ungefähr 2 Stück hin. Okay, also links. Bei mir passt links und rechts noch einer und dann ist immer so eine halbe. Also wenn es noch ein bisschen umstrukturieren, genau. Dann... Ihr wird schon mal direkt in der Mitte zerteilt. Erdfürst, ja gut. Also wir haben schon ordentlich viele fiese Gegner. Ja, das stimmt allerdings. Ja, nimmst du dann anstatt der Pfeilwand oder anstatt dem Vampirhandschuh die... Ach, nee, du wolltest ja den Vampirhandschuh so nehmen. Ja, schon gut. Nee, dann... Ich bin zufrieden. Ich hab gut, nichts alles gesagt. Klar, alles klar, alles klar. Gut, na dann erstmal zur anderen Seite, oder? Ja, würde ich sagen. Aber hier gibt's ja wieder einen schönen Teleporter. So, ja, jetzt mal orientieren. Ah, da ist die Treppe. Gut. Ach nee, du bist jetzt da oben, da wo ich hin wollte. Ach verdammt. Den kann man sich auch schon verlaufen. Da ist Lava, gut, da springe ich nicht runter. Aber hast gewonnen, Spiel. Hier ist eine ganz gute Position, um mal ein paar Bogenschützen aufzustellen. Hey, kommen die Gnolle nicht ran. Also, wir sind die Augen des Ordens. Mein Bogen ist euer. So. Gut, Brotaputatu. Ah, ich baller einfach mal ein bisschen Teer hin. Teer ist immer gut. Sollte ich noch Federn mitbringen. Ja, genau. So. Dann machen wir hier noch schön was hin. Gut, das war's von meiner Seite aus auch schon. Achso, okay, gut. Ja, da oben sind die 3 angeheuerten Söldner. Geh ich direkt nochmal direkt am Anfang. Wenn hier irgendwas durchkommen sollte, ist hier noch der rollende Baumstamm auf jeder Seite. Also, das ist sehr schön. Der macht wirklich alles platt. Ach, das war der, den wir auch da in dem Level zuvor oder im vorletzten. Den wir aus Versehen mal ausgelöst hatten, weil der irgendwo ganz weit hinten war und kennt. Perfekt. Ja, so und hier sind halt von beiden Seiten dann nochmal so Hintereingänge. Ich weiß nicht, wie stark jetzt da noch Gegner rauskommen. Das werden wir dann gleich sehen. Ob wir wollen oder nicht. Ja, okay. Dann gut. Kann's ja losgehen. Viele auf einmal. Das stimmt, jetzt am Anfang kommt ja eh nur was daraus. Fang nicht ohne mich an. Ich kann aber nicht warten. Das war nein. Interessant. Epische Musik hier. Sehr schön. Ja, so ein bisschen so. Flug der Vögel gleich. Ja, das hat ein bisschen was davon, das stimmt. Schön, tschüss. Adios. Ich habe gerade gesehen, das Coole an der Pfeilwand ist eigentlich, dass die Pfeilwand die Gegner auch in Brand stecken kann. Achso, hast du das Indikator dazu, oder? Ja, das war gar nicht so teuer. Das habe ich mir für 30 geholt. Nein,
nicht schlecht. Ich hab's mir jetzt noch nicht eingesetzt, aber... Naja, ich meine, das Level geht ja noch ein paar... Kann man auch hier drüben zum Beispiel dran machen. Oh, ein Kopf. Da, wo ich jetzt meine Säurefalle platziert habe, weil deine haben ja fast so eine... Also, wenn sie erstmal ausgelöst sind, haben sie ja unendliche Reichweite, soweit ich das sehe. Ja, die haben auf jeden Fall eine mega Reichweite, ja, das stimmt. Zumindest fast, also die Säurefalle ein bisschen gegen. Uiuiui, das war schon knapp. So, jetzt natürlich auf die andere Seite. Ach, du meine Güte. Lauf! Zuck, oh mein Gott! Lauf! So schnell bin ich nicht! Jetzt orientieren. Ach du Scheiße. Ah, da. Lasst uns spielen. Ich muss jetzt auch erstmal gerade gucken. Wo bist du? Ach, da hinten. Ich laufe dir einfach mal nach. Deinem Pfeil. Dein Pfeil wird schon recht haben. Versuchen wir es. Ich stelle mich mal da oben hin, wo die Bogenschützen hinkommen. Weil dann kann ich da gleich ein paar Plätze probieren. Obwohl, ich kann ja irgendwie von hier Plätze. Egal, vergiss, was ich gesagt habe. Gut, ich war jetzt gerade ein bisschen gestresst mit meinem Teerfall. Ich widerrufe das, was ich gesagt habe, und behaupte das Gegenteil. Das ist das Beste, was du machen kannst. Das ist dann die politische Vorgehensweise. Komm schon. Ich würde so gerne mal so einen direkten Treffer wieder mal mit meinen Granaten landen, aber irgendwie haue ich die immer in die kleinen Spalte, die noch lassen. Ja, das nennt man ein Tor. Ja, stimmt eigentlich. Au. Oh, ich will hier meine Bogenschützen platzieren. Nö. Oh. War nur einer. Hat sich ja richtig gelohnt. Wow. Kann ich aber gerade schon mal hier noch so eine Reihe hinbauen. Das aber hier bei dem, wenn jetzt irgendwie in der Mitte was kommen würde, wäre es ganz schön weit weg. Ja. Das ist mir gar schon aufgefallen, als wir da 15 Sekunden Zeit hatten zum Rennen. Wo denn jetzt bitte? Soll ich mal verdachtsweise auf die andere Seite rennen? Ja, mach mal. Also, oder... Ja gut, mach mal. Ich laufe. Wenn, dann müssten wir es ja irgendwie noch in der Mitte abhalten können. Was ist das für eine neue Teufelei? Andere Seite. Hervorragend. Sehr gut. Ja, wenn wir gleich ein bisschen Pause haben, dann renne ich mal zu so einem Spalt und tue da auch nochmal ein bisschen... Wow, was ist mit dem passiert, dem Ober? Meine Güte. Hau ich auch nochmal ein paar Paladine hin. Ja, ich denke, dieses Level werden wir mehr oder weniger getrennt spielen müssen, weil es ist einfach zu weit. Das ist auf jeden Fall zu weit, das stimmt. Ja. Wird das nicht werden. Also jeder seine Seite, plus ja. Dann wir beide die Mitte. Hurra! Wow, Erdbrust. Ich bin soweit, glaube ich, durch mit meiner Seite. Sie kann auch. Du hast früher angefangen. Nein, nein, da kommt auch noch was. Keine Sorge. Okay. Bin ich ja beruhigt. Das ist gut. Wir kommen hier auch noch runter. Oh, das ist gut. Oh, Feuer-Oger. Ja, den habe ich auch schon gesehen. Drei. Ganz schön. Ups. Wieder gewonnen. So. Ja, okay, gut. Ich muss erstmal die Punkte finden, wo die überhaupt jetzt. Ach, da! Eieiei, okay.